Aber allgemein sind die diplomatischen Ideen als Kaiser sehr gut. Schon allein, weil sie einen Diplomaten extra geben. So. Bayern schickt eine Warnung nach Franken. Ja, sieht so aus, als wäre Bayern nicht besonders beliebt im Reich. Wie viele Einheiten haben die momentan? Guck mal, wie viele Leute hier mit Bayern die Beziehung verbessern. Das sind bei uns nicht so viele. Wie viele Truppen hat Bayern noch? 38.500. Wir haben jetzt gerade 36.000, weil wir gerade ein paar Einheiten verloren haben, aber das ist nicht das Problem. Wir machen plus 2 Dukaten im Monat. Das ist natürlich nicht so mega. Aber ich denke, zusammen mit Lothringen sollten wir da kein großes Problem haben, Bayern kaputt zu machen. Ich weiß nicht, hat Lothringen hier Kernansprüche? Ja. Auf Bayern. Naja, die werden wir ihnen, denke ich, nicht zurückgeben, denn im Prinzip ist Lothringen ja unser Feind. So vom Grundgedanke her zumindestens. Oder zumindest mal unser Konkurrent. Auch wenn sie eigentlich unser Vasalle sind. Bayern schickt eine Warnung an Verona. Okay. Rumänien hat Jukra den Krieg erklärt. Das sind jetzt solche Sachen, die sind für uns eigentlich irrelevant. Und dann wollen wir auf jeden Fall auch noch Pommern angreifen. Oder Stettin. Allerdings haben die sich jetzt auch schon verbündet mit Lothringen. Das ist natürlich ein bisschen doof. Hamburg, Lothringen, Livland. Naja, sobald wir mit Lothringen zusammen im Krieg gegen Bayern sind, können wir dann eventuell hier Stettin den Krieg erklären. Da haben wir nämlich auch zwei Korps drauf. Das heißt, das ist auch nicht unwichtig, dass wir das erobern. Ja, Pommersch ist hier sehr viel in unserem Gebiet. Das ist ein bisschen blöd. Deutsch ist unsere Hauptkultur. Pommersch gehört zwar zu unserer Kulturgruppe, ist aber, ja, quasi. Doch ist sogar. Er wird akzeptiert, ja, ist aber nicht unsere Primärkultur. Dann haben wir hier unten natürlich noch Tschechisch? Tschechisch. Ja, solche Schlaute sind bei mir ganz schlimm, kann ich nie richtig aussprechen. Auf jeden Fall akzeptieren wir die auch noch momentan. Allerdings wollen wir die eventuell auch auf Dauer konvertieren. Mal gucken. Muss ich mir noch überlegen. Wird relativ viel Diplo-Punkte kosten. Von daher muss es nicht unbedingt sein. Spannungen an der Grenze zu Brandenburg. Polen hält einen Anspruch auf Brandenburg. Naja. Wittenberg hier hat 5 Grundsteuer. Wird natürlich in Böhmen schon deutlich mehr bringen. Allerdings haben wir dadurch halt auch unseren Haupthandelshafen in Lübeck. Das will ich eigentlich nicht unbedingt verändern. Das ist eigentlich ganz gut so. Portugal hat zivil den Krieg erklärt. Ups. Ja, hier unten in Spanien sieht es eigentlich ganz gut aus. Die Katholiken haben ja die meisten Sunniten vertrieben. Portugal, Kastilien sind ja natürlich momentan die stärkste Macht. Hier unten haben wir Kurtuba, haben hier Seville, hier haben wir Algerie, Algeri, Algeciras. Ja, ein bisschen komisch auszusprechen. Und dann hier unten natürlich noch die Muhammeds. Naja, ich denke auf jeden Fall, auf Dauer wird da Kastilien und Portugal das meiste erobern. Portugal hat hier auf Andalusien noch einen Kernanspruch. Das heißt, das werden sie vermutlich dann auch gleich fordern. Und hier Barcelona. Ja, es gibt Königreich Aragon, gibt es zwar, hat aber nur eine Provinz und noch dazu eine schlechte. Das heißt, die werden wahrscheinlich es nicht schaffen, hier großartig was zu reißen. Sind allerdings verbunden mit Portugal. Er hier ist verbündet mit Navarra, Aquitanien und Poitou. Also auch mit Leuten aus dem HRE. Ich habe irgendwie das Gefühl, hier Lothringen will hier Bayern angreifen. Bayern ist hier gerade im Krieg mit Ostmark. Da hat er einen Korps drauf. Das heißt, das wird er wahrscheinlich dann gleich erobert haben. Wir haben ja noch keinen Anspruch auf, noch keinen Kriegsgrund gegen Bayern. Interessanterweise. Eigentlich müssten wir einen Kriegsgrund haben, dass wir ihm den Kurfürstentitel entziehen. Aber momentan haben wir den nicht, aus irgendwelchen unbekannten Gründen. Kriegt man den erst hier ab der ersten Reform? Nee. Diplomatische Handlungen, Stimmrecht gewähren, unrechtmäßiges Land zurückfordern, religiöse Einheit erzwingen. Bayern ist doch ein Kurfürst, oder? Ja. Wieso können wir ihm den Kurfürstentitel nicht entziehen, ist die Frage. Normalerweise müssten wir einen Kriegsgrund gegen ihn haben, Kurfürstentitel entziehen. Haben wir aber momentan gerade irgendwie nicht. So, Schottland erobert Westhybrid zurück. Ja, Schottland wird hier wahrscheinlich auch dann sofort alles erobern. England hat hier auch ein paar Korps. Einen auf Schottland, einen auf Cornwall. Allerdings hat er natürlich noch
keine Teile von Irland oder Wales. Das heißt, die Startposition ist schlechter als die im normalen Europa Universalis. Lothringische Rückeroberung von Sundgau, ja. Habe ich mir schon gedacht, da er seine Truppen hier so an die Grenze gezogen hat, dass er Bayern sofort den Krieg erklärt. Das heißt, wir werden hier auch mal unsere Truppen an die Grenze ziehen. Und ihm dann sofort hier helfen, dem Lothringer. Scheint aber, als wäre die KI von sich selber überzeugt. Das heißt, die wird wahrscheinlich auch alleine gewinnen können. Aber ich werde ihn trotzdem unterstützen, denke ich mal. Hier wollen wir keine Inflation kriegen. Muss nicht unbedingt sein. Ach nein, jetzt habe ich zu lange gewartet. Das war jetzt natürlich Fail. Schließen wir hier ein neues Bündnis. Können wir ihm jetzt noch irgendwie in den Krieg folgen? Ah, das war jetzt natürlich dumm. Naja, hoffe ich mal, dass Lothring das alleine schafft. Und wenn die sich gegenseitig kaputt hauen, dann kann ich immer noch selber angreifen. Bayern. Ich denke, das sollte nicht so das Problem sein. Ich würde ganz gerne mir noch Berater holen, aber momentan gerade haben wir nicht die Wirtschaft dafür. Ja, erobern wir erstmal Erz. Gibt minimale aggressive Expansion. Dann brauchen wir erstmal einen Kriegsgrund gegen Bayern. Machen wir einfach mal hier die Eroberung von Niederbayern. Ja. Was ganz wichtig ist auch vor allem, warum man die Nation klein halten will, möglichst alles. Einmal natürlich, weil man dafür Reichsautorität bekommt. Und zum zweiten Mal, dass dadurch, dass sie kleiner sind, die Wahrscheinlichkeit, dass sie für einen stimmen, höher ist. Oder die... Ja, sie stimmen halt eher für einen, als wenn sie groß sind. Weil wenn sie groß sind, wollen sie eher unabhängig bleiben. Kann man auch einfach sehen, wenn man hier rauf geht. Jetzt zum Beispiel Bayern haben wir hier. Sieht man hier, wirtschaftliche Macht minus 36,8. Das heißt, je größer sie sind, umso weniger wollen sie natürlich für eine Reform stimmen. Außerdem natürlich auch noch, wenn sie eine stärkere Armee haben als wir, stimmen sie auch noch eher dagegen. Das heißt, das ist für uns natürlich sehr von Nachteil. Jetzt gucken wir mal hier, ob Lothring diesen Krieg gewinnt, wie das Ganze ausgeht. Momentan gerade können wir Bayern noch nicht den Krieg erklären, weil wir keinen Kriegsgrund haben. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Hätte ich lieber gleich joinen sollen, statt hier so ein Geschiss zu machen. Ich bin da schon froh, dass wir unser Bündnis mit Lothringen gleich wieder gekriegt haben. So, hier hat Bayern gerade angegriffen und ist wohl sehr im Nachteil und wird diese Schlacht vermutlich auch verlieren, mit hoher Wahrscheinlichkeit. Yep, genau. Rückkehr der Hussiten. Theoretisch waren die Hussitenkriege 1434 zu einem Ende gekommen, aber das Land war noch immer zwischen denen, die Rom die Treue hielten, und jenen, die den hussitischen Idealen weiterhin anhingen, entzweit. Anführer der hussitisch gesinnten Fraktion war Jiri Podebrat. Keine Ahnung, wie man solche Sachen ausspricht. So slawische Begriffe sind echt schwer auszusprechen, finde ich. Der sich nach verschiedenen Versuchen einer Aussöhnung für eine militärische Lösung entschied. Er stellte im nordöstlichen Böhmen eine Streitmacht auf und nahm Prag ein, ohne auf größere Gegenwehr zu stoßen. Trotzdem kam es zum Bürgerkrieg, da er vom romtreuen Adel bekämpft wurde. Doch letztlich sollten die Hussiten den Sieg davontragen. Ja, wir kriegen Jiri Sepodeprat auf unseren Thron. Verlieren 100 Papsteinfluss. Kriegen wir halt einen 5-3-2er-Herrscher. Oder wir bekommen ganz viele Rebellen in Böhmen und Böhmerwald. Naja, ich denke, wir nehmen da lieber die Rebellen in Kauf, denn wir wollen eigentlich unsere schöne Dynastie erstmal noch behalten. Aus Crusader Kings, würde ich mal sagen. Und außerdem wollen wir hier auch keinen Wechsel. Obwohl wir dadurch wahrscheinlich Reichsautorität bekommen hätten. Wir haben auch interessanterweise... Ah ja, stimmt, ich habe ja Kurfürstentitel vergeben. Stimmt, habe ich am Anfang vergessen. Kurfürstentitel zu vergeben bringt auch Reichsautorität. Ich glaube 10 pro... Kurfürstentitel. Beziehung mit Ungarn. Beziehung mit Ungarn wenigstens 150. Ungarn hasst mich. So ein bisschen schwachsinnige Mission. Nee, warte. Nee, Ungarn hat mich als Rivale. Genau. Naja, so. Sieht so aus, es würde hier Lothringen relativ klar gewinnen. Bayern hat noch 35.000 Mann. Lothringen hat 52.000. Das heißt, die haben einiges an Söldnern hier ausgehoben. Momentan. Dänemark schloss ein Bündnis mit Livland. Ja. Ja, wahrscheinlich wird hier in unserem Spiel die Reformation deutlich später kommen, als sie normalerweise kommt. Obwohl wir haben relativ viele Katholiken.
Wenn man mit Old Gods startet, kommt normalerweise die Reformation erst deutlich später, weil wir viel weniger katholische Nationen haben, die irgendwie, hier, wie heißt's, Wunsch nach Reform generieren. Aber da wir natürlich 1066 gestartet haben mit der Stanford Bridge, heißt das quasi, dass wir hier höhere Wahrscheinlichkeit haben, dass die Reformation schneller kommt. Ich weiß noch nicht genau, ob wir protestantisch werden wollen oder nicht, oder reformiert oder sonst was. Aber normalerweise kann man, man konnte zumindest zeitweise keine, die Religion nicht wechseln als Kaiser. Ich weiß nicht, ob das wieder weggepatcht worden ist. Ich habe schon eine Weile nicht mehr als Kaiser gespielt. Außer im Missions-MP, wo ich nicht besonders lange Kaiser war. Schutz vor Bayern vernichtet Dänemark. Sieht so aus, als würde jetzt hier Lothringen wieder ein bisschen zurückgedrängt. Wir haben leider keine plus 100 mit Lothringen, sonst könnte ich da Frieden erzwingen machen. Gucken wir mal. Wir haben noch 38.000 Mann. So, jetzt haben wir hier eine Schlacht, die Lothringen wieder zu gewinnen scheint, auch wenn er diesmal der Angreifer ist. Ja, macht aber alles nicht viel aus, weil Bayern kaum Truppen verliert. Göttingen hat einen neuen Herrscher. Seville. Seville wurde annektiert hier von Granada. Die haben hier sogar ein bisschen Kernansprüche noch auf Kastilien, interessanterweise. Gucken wir, ob sich hier die Muslime gemeinsam verteidigen können gegen die Katholiken. Wäre auf jeden Fall mal ganz interessant. Wir haben sehr viel Geld, weil ich viel Geld gespart habe. Das heißt, wir könnten jetzt gleich in einem Krieg gegen Bayern eine Menge Söldner ausheben. Da wir jetzt auch einen Kriegsgrund haben, würde ich sagen, erklären wir jetzt hier einfach mal den Krieg. Die Toskana wird uns helfen. Oldenburg nicht. Die Bretagne mag Bayern zu sehr. Lothringen ist schon im Krieg mit Bayern und Zell mag Bayern auch zu sehr. Hat hier Oldenburg ein Bündnis mit... Oldenburg, da. Ne, sie haben kein Bündnis mit ihnen. Warum werden sie destabilisiert? Sie haben eine Staatsehe. Aha. Okay, sie stimmen aber trotzdem noch für mich. Wir sagen, wir verbessern mal hier die Beziehung mit Zell. Die können wir sogar vassalisieren, rein hypothetisch gesehen, obwohl sie in Kurfürst sind. Damit sollte man aber eher vorsichtig sein. Das kann man machen, wenn man zwei Kurfürsten schon vassalisiert hat, kann man da noch mehr vassalisieren. Das Problem ist aber, wenn man Kurfürsten unter seiner Kontrolle hat, dass, ja, dass alle anderen Kurfürsten dann ein minus 50 Mali darauf bekommen, dass sie einen wählen. Pro Kurfürst, den man unter seiner Kontrolle hat, was natürlich sehr von Nachteil ist. Ja, naja, holen wir mal kurz den Diplomaten hier aus Lothringen zurück. Erklären hier Bayern dann den Krieg. Dann werden wir erstmal Bayern klein hauen. Werden hier erstmal einfach nur belagern. Du kannst hier dorthin gehen. Zieht auch seine Truppen aus der Ostmark ab. Das ist natürlich gut, wenn er die nicht annektieren kann. Sehr von Vorteil für uns. Barbastros hat Barcelona den Krieg erklärt. Scheint so, als würde Aragon gleich von Kastilien annektiert werden. Und, ach, Portugal und Kastilien sind im Krieg. Das ist natürlich ganz interessant. Wer ist hier momentan gerade am Gewinn? Lissabon wird belagert von 17.000 Kastilianern und Madrid wird belagert von 2.000 Portugiesen. Das sieht so aus, als würden die Portugiesen da verlieren. War auch zu erwarten. Kastilien ist deutlich größer als sie. Ja, ich würde sagen, wir spalten hier mal noch eine Belagerung ab und gehen hier runter. Gucken wir mal, was wir hier überhaupt hier freilassen können. Wir könnten Nürnberg als eigene Nation freilassen. Die haben auch hier einen Anspruch auf Oberpfalz. Dann haben wir hier Niederbayern, könnten wir als eigene Nation freilassen. Kempten als eigene Nation. Augsburg als eigene Nation. Salzburg ist keine eigene Nation. Hier haben wir Tirol. Zweifach irgendwie, aus irgendwelchen Gründen. Zwei verschiedene Tirol-Sorten. Hier hätten wir Chur, auch nochmal Tirol. Das ist quasi einmal das Herzogtum Tirol und einmal das ganz normale Tirol, die Grafschaft Tirol oder was auch immer. Hier hätten wir Kärnten. Die ist relativ groß. Und dann hier Österreich mit drei Provinzen. Vier Provinzen. Naja, mal gucken, was wir da alles freilassen können. Da hat er seine 8000 Mann. Ich denke mal, das sind die restlichen, die er jetzt momentan gerade noch hat. Wir belagern jetzt einfach mal. Werden hier nicht großartig seine Armee kaputt machen.
Möglicher Erbfolgekrieg. Bayern, Personalunion mit Oldenburg. In den Krieg, aber wir sind schon im Krieg mit Bayern. Das heißt, das funktioniert nicht. Das heißt, Oldenburg ist jetzt hier unter einer Personalunion mit Bayern. Das ist natürlich sehr von Nachteil, weil die dann wahrscheinlich Bayern jetzt wählen. Das heißt, Bayern hat jetzt 2 Stimmen, während wir auch 2 haben. Allerdings ist es dafür unwahrscheinlicher, dass alle anderen Leute Bayern wählen. Stettin ist Rivale von Dänemark. Normandie verbessert die Beziehungen mit uns. Ja, mal gucken, wer hier in Frankreich die dominante Macht werden wird, wenn sich da überhaupt einer ausbildet. Wenn die überhaupt gegeneinander Krieg führen. Da kommt Lothringen und kämpft nochmal gegen die bayerische Armee. Momentan hat Lothringen plus 13%. Ich hoffe mal, die fordern jetzt auch wirklich nur ihre Cores, damit das wäre okay für mich. Ich will nicht unbedingt, dass Lothringen jetzt hier noch viel stärker wird. Muss nicht unbedingt sein. Wer ist eigentlich Kontrolle der Kurie? Lothringen, natürlich. Probieren wir hier mal ein bisschen was zu investieren. Politische Krise. Na, wir können ein bisschen Legitimität verlieren. Das ist nicht so schlimm, obwohl das unsere Fähigkeiten für die Kaiserwahl ein bisschen beeinflusst negativ. Das ist eher weniger gut. Denn mit weniger Legitimität werden wir weniger wahrscheinlich gewählt. Nassau schließt Weißfried oder schließt Niederlage hier. Steht die Niederlage gegen Lothringen ein. Nassau hat jetzt nur noch Verbündete Münster. Okay. Nassau könnte man natürlich 2 Kernprovinzen zurückerobern, was nicht schlecht wäre. Von daher würde ich sagen, nutzen wir mal diese Chance, hier zumindest unsere Situation im Reich ein bisschen zu verbessern. Ziehen hier eine Armee nach Nassau. Ich denke, das, was wir hier momentan haben, sollte locker reichen, um Bayern zu besiegen. Die haben ja momentan gerade kaum noch Einheiten. Wer kommt hier jetzt gerade an? Was ist das hier? Nassau. Ah. Nassauische Armee kommt hier gerade zurück nach Hause. So, hier haben wir die Armee von Münster besiegt und Lothringen kämpft wieder gegen die bayerische Armee. Oh, guck mal, wir können schon tacken. Diplomatische Technologie. Ne, das werden wir erstmal nicht machen. Wir werden hier unsere Punkte sparen, damit wir sofort dann in die diplomatische Technologie investieren können. Das ist erstmal unser Ziel. So, wie viele Beziehungen haben wir mit dir? Plus 35. Ja, das ist noch genug Platz nach oben, würde ich sagen. Lothringen scheint auch nicht mehr so viele Einheiten zu haben. Hier bin ich mit meinen 36.000. Lothringen hat noch 24.000 und keine Manpower. Wir haben natürlich einen ziemlichen Manpower-Vorteil, dadurch, dass wir Kaiser sind. Das ist natürlich ganz praktisch. Denn wir kriegen ja Bonus-Manpower von allen Staaten im HRE. Das ist ganz gut. So, dann haben wir jetzt ihre Hauptstadt belagert. Würde ich sagen, belagern wir mal Augsburg. Und hier Tirol. So, hier haben wir 2 Schlachten gewonnen. Tirol steht unter Belagerung. Okay. Ach, guck mal, da geht er nur hin. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, er flieht in seine Hauptstadt. Aus irgendwelchen Gründen tut er das aber nicht, sondern flieht hier irgendwo ins Nirgendwo nach Würzburg. So, Niederbayern haben wir gewonnen. Okay, dann belagern wir jetzt hier die Steiermark und dann spalten wir hier mal noch ein paar mehr Belagerungen ab. Ist hier etwa nur eine Stufe 1er? Nee. So, dann gehst du mal hier nach Graz, würde ich sagen. Ich denke, er flieht hier nach Krain, genau. Lombardei. Graubündischer Thronfolgekrieg. Wieso ruft mich denn hier die Lombardei in einen Krieg? Bitteschön. Bin ich mit der Lombardei verbündet? Nein. Lombardei unser 3 Verbündeter. Graubündischer Thronfolgekrieg. Graubünden, wo ist denn das überhaupt nochmal? Bist du das? Ne, du bist St. Gallen. Wo ist dein Graubünden? Das gehört doch hier. Wo ist denn Graubünden? Graubündischer Thronfolgekrieg. Ah, Krisen ist Graubünden, okay. Also das hier. Aber warum zähle ich denn jetzt als Verbündeter von der Lombardei, ist hier die Frage. Denn ich habe kein Bündnis mit der Lombardei, oder ist Genua nicht Teil des Reiches? Doch.
Genua ist definitiv Teil des Reiches. Sie sind alliiert mit Kroatien. Ah, wahrscheinlich ist Kroatien der Kriegsführer. Nee. Hm. Naja, egal, wir joinen einfach mal. Sind wir jetzt hier im Krieg gegen Genua? Nicht so tragisch. Wir nehmen Admin Power. Prestige haben wir mehr als genug. Da haben wir nämlich schon mit beinahe 100 gestartet, weil wir schon so viel hatten in Crusader Kings. Frankfurt werden unsere Einheiten angegriffen von Münster. Schicken wir da mal Verstärkung hin und in Krain greifen wir die Bayern an und haben ihre Armee vernichtet. Oh, da kommen jetzt aber die Kroaten. Die wollen uns hier angreifen. Das ist eher weniger gut. Sammeln wir hier mal eine etwas größere Armee mit General. Hä? Belagerung abspalten, habe ich gesagt. So. Frankfurt. Da haben wir gewonnen natürlich. Dann gehen wir mal Münster belagern. Machen wir hier so eine Armee kaputt. So, dann hätten wir das schon mal erledigt. Und er greift uns an in Graz. Gehst du mal nach Graz und ihr geht auch nach Graz. Hoffen wir mal, dass wir noch rechtzeitig ankommen, um unsere Einheiten zu verteidigen. Komm schon, komm schon. 29. sind wir da. Okay, wir sind rechtzeitig da. Sehr gut. Oh, da sind 7000 Bayern. Das ist jetzt natürlich ein Problem. Scheint aber so, als würden uns hier die Toskaner zu Hilfe eilen. Aber unsere Einheiten sind schon vernichtet worden. Das ist jetzt natürlich sehr blöd. Da kommt Lothringen, greift seine Armee an. Das wäre Verona mit 9000 Mann in Bayern. Okay. Tja, er wird mich jetzt auch hier unten wieder angreifen in Krain. Ich habe allerdings noch keine volle Moral, das ist eher weniger gut. Naja, aber ich denke, ich werde hier jetzt erstmal diese Folge beenden. Ich werde die wahrscheinlich in der Mitte cutten, denn die ist ansonsten ziemlich lang. Und ja, hier wird es jetzt auch wieder weitergehen, regelmäßig, denke ich mal, hoffe ich zumindest, dass ich das hinbekomme. Und zwar, wie davor auch, jeden Tag oder jeden Tag unter, jeden Werktag, also von Montag bis Freitag um 18 Uhr. Und ja, dann hoffe ich, dass ihr auch hier in der Europa Universalis Ära wieder einschaltet. Bis zum nächsten Mal und danke fürs Zusehen, euer Violett.